Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Lesemonat. Ich möchte euch heute die 5 Bücher zeigen, die ich im Oktober gelesen habe. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe tatsächlich nur ein Buch physisch hier, weil ich 2 Bücher gehört habe und 2 aus der Bücherei ausgeliehen habe. Das erste, was ich mir aus der Bücherei diesen Monat ausgeliehen habe, war 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Das Buch handelt von einer namenlosen Frau. Ich glaube, es ist auch autobiografisch angehaucht auf jeden Fall. Sie ist eine schwarze, queere Frau, die in der DDR aufgewachsen ist. Ihre Mutter war Teil der DDR-Punk-Szene in ihrer Jugend, was auch so ein Teil der Geschichte irgendwie ausmacht oder sie davon erzählt. Zu der hat sie aber nicht mehr wirklich Kontakt. Die Protagonistin hat eine Angststörung und ist wegen dieser auch in Therapie. Das Buch handelt von verschiedenen Punkten im Leben der Protagonistin. Also sie ist in Berlin mit ihrer damaligen Partnerin oder sie fliegt nach Amerika, um dort ihrer Familie zu entfliehen. Liebt so die Anonymität und auch die größere Sichtbarkeit von schwarzen Menschen in Amerika. Und dann gibt es aber auch so innere Monologe, die so erzählt werden und die verschiedenen Punkte in ihrem Leben werden auch in verschiedenen Schreibstilen dargestellt. Das hat mich so ein bisschen an Blutbuch von Kim Del Horizon erinnert. Also man muss wirklich in diesen Schreibstil erstmal reinfinden und das ist mir auch extrem schwer gefallen. Also ich kam bis zum Schluss nicht so richtig rein, gerade weil diese Teile, wo sie so einen inneren Monolog führt, so anstrengend zu verstehen sind und so sperrig irgendwie sind, dass ich da nicht so richtig meinen Zugang gefunden habe und dann auch emotional nicht so einen Zugang gefunden habe zu diesem Buch. Es geht sehr viel um das Erleben von Alltagsrassismus, Aufwachsen in der DDR als schwarze Person, was ich als Thema einfach super spannend finde eigentlich. Und der Zwillingsbruder der Protagonistin stirbt und es geht auch so ein bisschen um die Aufarbeitung des Todes von ihm. Also es ist ein sehr heftiges Buch auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich mich einfach zu wenig drauf eingelassen habe, aber es war mir einfach irgendwie zu sperrig und ich habe deshalb nicht so richtig einen Zugang gefunden. Das zweite Buch, was ich mir diesen Monat aus der Bücherei ausgeliehen habe, war Dschinns von Fatma Aydemir. Und ich muss sagen, das war ein absolutes Buch-Highlight 2023 für mich. Ich weiß, dass es schon einen Hype um dieses Buch gab, als es neu rausgekommen ist. Aber ich weiß auch nicht, warum ich damals nicht zu dem Buch gegriffen habe. Irgendwie sprach es damals nicht so zu mir. Aber als ich es jetzt in der Bücherei gesehen habe, dachte ich, es muss jetzt mit und ich muss das lesen. Und es war so eine gute Entscheidung. Dschinns porträtiert eine Familie anhand des Todes des Familienvaters Hüseyin, der in seinem wohlverdienten Ruhestand nach 30 Jahren Arbeit in Deutschland in seiner neu gekauften Wohnung in Istanbul einen Herzinfarkt erleidet und stirbt. Und zur Beerdigung reist dann die Familie Yilmaz nach, also sowohl seine Kinder Ümit, Sevda, Perihan und Hakan, als auch seine Frau Emine. Und jeder Person ist dann nach seinem Kapitel ein Kapitel gewidmet. Man bekommt so ein Bild von den Charakteren und durch die verschiedenen Geschichten der Charaktere und auch deren Zusammenhängen schließt sich dann auch so die Geschichte dieser Familie zusammen. Innerhalb der Familie Yilmaz gibt es sehr wenig Kommunikation. Trotzdem empfinden aber alle Familienmitglieder einen großen Bezug zu ihrer Familie, einen großen emotionalen Bezug zur Familie. Alle Charaktere haben auf ihre eigene Weise irgendwie mit gesellschaftlichen oder strukturellen und rassistischen Problemen zu kämpfen. Sevda soll zum Beispiel mit 18 Jahren verheiratet werden. Ümit passt nicht in das traditionelle Bild eines Mannes. Hakan begegnet sehr viel Alltagsrassismus und Perihan versucht sich durch Hochschulbildung von ihrer Familie zu lösen. Und es geht einfach grundsätzlich darum, sich von Vorurteilen und von gesellschaftlichen Ansprüchen und von Glauben zu emanzipieren und eigene Wege zu finden. Viel um die Frage, was will ich anders machen als meine Eltern, aber auch, wie kommen meine Eltern zu den Entscheidungen, die sie getroffen haben in ihrem Leben? Also welchen Entscheidungen sind sie begegnet und was hat sie zu den Menschen gemacht, die sie im Endeffekt sind? Ich fand jeden Charakter super interessant. Vor allem hat mich aber dann die Mutter Emine total interessiert und ich war dann froh, dass am Ende auch nochmal ihre Geschichte erzählt wird, weil sie das ganze Buch über sehr passiv eigentlich agiert. Ein großes Thema ist natürlich auch der Tod von Hüseyin, der Tod eines Vaters. Da möchte ich euch ein kleines Zitat vorlesen, was ich so unglaublich schön fand. Denn was ist ein Vater anderes als ein Eckpunkt, der einen Raum markiert, in dem es erst zu wachsen und aus dem es dann irgendwann auszubrechen gilt? Ein Problem, an dem man sich abarbeitet, ein Spiegel, in dem man sein Leben immer wieder von Neuem betrachtet und weiß, wie es nicht sein soll. Eine Art Anti-Ich? Ich habe so viele Zitate rausgeschrieben aus diesem Buch. Ich führe ja jetzt hier so ein kleines Lesetagebuch, in das ich über Bücher immer Sachen reinschreibe und da schreibe ich mir dann auch diese Zitate raus und ich habe sehr viel aufgeschrieben, weil ich das Buch einfach wirklich toll fand. Das Buch ist nie zu viel, das Buch ist nie zu wenig. Es trifft einen so ganz tief und fand es so spannend, von dieser Familie zu lesen, von so Dingen, mit denen ich nicht aufgewachsen bin, aber die so diese Menschen ausgemacht haben. Und ich fand einfach, dass es sehr echt war. Ich muss unbedingt nochmal was von Fatma Aydemir lesen. Ich weiß, sie hat noch Ellbogen geschrieben. Ich glaube, das kommt jetzt auch ganz oben auf meine Liste, weil tolles Buch, große Empfehlung. Das nächste Buch habe ich gehört und das ist vielleicht auch eine kleine Herbstempfehlung noch für euch. Das Buch heißt Tage im warmen Licht von Kristina Pfister. Und ich habe das Buch gehört, weil das Cover einfach so sehr herbstlich aussah. Und ich dachte, oh, jetzt ein cozy Herbstbuch, irgendwas Nettes, da hätte ich jetzt Lust drauf. Und das trifft es auf jeden Fall sehr. Also es geht um Maria und ihre Teenie-Tochter Linnea. Die beiden müssen aus ihrer Wohnung in München raus. Maria hat ein Haus auf dem Land von ihrer Oma Hanne geerbt, wo sie auch aufgewachsen ist. Und die beiden ziehen erstmal vorübergehend in dieses Haus, um sich dann etwas Neues in München zu suchen. Maria ist an diesem Ort aufgewachsen und sie verbindet eben sehr viel Erinnerungen mit diesem Ort, die auch immer weiter hochkommen, je länger sie dort ist. Es geht darum, wie Maria und Linnea an diesem neuen Ort ankommen und vor allem aber auch um die Vergangenheit von Maria in diesem Ort. Sie trifft dort JugendfreundInnen, also ihre zwei besten FreundInnen, Vivi und Henning, und es geht so um diese Zeit, die auch vergangen ist, also die 20 Jahre, die dazwischen liegen und was die mit den Menschen gemacht haben. Das Buch fand ich relativ vorhersehbar. Auch das Ende habe ich ziemlich früh vorhergesehen. Es ist sehr einfach geschrieben. Es hat mich vom Stil her total erinnert an Alte Sorten von Ewald Arenz. Also wenn euch das gefallen hat, dann könnte euch das auch gefallen, weil es geht einfach auch so viel darum, dass sie irgendwie zusammensitzen und der Kamin ist an und dann macht die Nachbarin Martha Pfannkuchen für alle oder sie sind auf irgendwie so einem Apfelmarkt und dann trinken sie Apfelpunsch. Also es ist so eine absolute Herbstmut. Relativ leichte Lektüre. Es geht auch dann noch um ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was Maria schon seit Jahren begleitet und was dann final einfach hochkocht. Das Einzige, was mich extrem genervt hat, ist Maria. Es wird irgendwann klar, warum sie so ist, wie sie ist. Also es wird verständlich, aber nichtsdestotrotz nervt sie trotzdem das komplette Buch über. Also sie ist einfach extrem unsensibel, was alle Menschen um sie herum angeht, und sie verhält sich schlimmer als ihre 13-jährige Tochter. Sie ist so richtig wie so ein bockiger Teenager ganz oft und das hat mich richtig genervt. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr eine relativ leichte Lektüre wollt, die so richtig cozy herbstlich ist. Ich will es nicht spoilern, aber es geht dann am Ende eben noch um ein sehr wichtiges Thema, um ein sehr krasses Thema. Dann habe ich mir ein Buch von einer Freundin ausgeliehen. Das habe ich euch schon in einem der letzten Vlogs gezeigt. Und zwar ist das Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa bekämpfen von Nadia Shehadeh. Das hat sie damals auf der Leipziger Buchmesse gekauft. Ich habe es mir jetzt mal von ihr ausgeliehen. Ich als Grafikdesignerin finde dieses Cover extrem schlimm. Ich hätte sehr viel daran anders gemacht. Aber ja, es ist wie es ist. Ich hätte es so nicht gekauft. Aber nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall ein tolles Buch. Grundsätzlich thematisiert die Autorin das Girlboss-Phänomen der Mitte-2000er Jahre, das ja auch ein großer Teil meiner Abschlussarbeit war. Durch diese Bewegung erhielt Arbeit einen performativen Aspekt und nimmt eine ästhetische Dimension ein, also Arbeit wird romantisiert und ästhetisiert. Wir sollen eine Passion für Arbeit empfinden. Wir sollen nicht mehr nur zur Arbeit gehen, sondern die Arbeit soll uns erfüllen. Wir sollen Freude aus ihr schöpfen und wir sollen unseren Lebensinhalt aus der Arbeit schöpfen. Und die Autorin erklärt dann so ein bisschen, wo dieser Gedanke eigentlich herkommt geschichtlich. Die eigene Existenz muss vor dem Arbeitgeber, vor gesellschaftlichen Instanzen, vor Institutionen immer wieder gerechtfertigt werden. Also man darf nicht einfach sein, man muss immer leisten. Ich muss sagen, viel des Inhalts dieses Buches war mir schon bekannt, weil ich mich einfach sehr viel mit diesem Phänomen schon befasst habe in meiner Abschlussarbeit, in einem Kapitel meiner Abschlussarbeit. Nichtsdestotrotz fand ich vor allem die letzten beiden Kapitel, wo die Forderungen der Autorin so richtig rauskommen, super toll. Das Buch ist ein Plädoyer für zu Hause auf der Couch sitzen und eine Folge Gossip Girl nach der nächsten schauen und sich nicht schlecht fühlen dabei, weil man nichts schafft. Also die Autorin sagt, hey, ich arbeite meine 8 Stunden in meinem Job und dann gehe ich nach Hause und dann nehme ich nichts davon mit, sondern dann haue ich mich aufs Sofa und esse Popcorn und es juckt mich null. Ich will nicht aufsteigen, es ist mir alles egal, ich verdiene genug Geld, ich will nicht die Karriereleiter aufsteigen und das fand ich total erfrischend und toll zu lesen. Und sie schreibt auch total humorvoll und einfach, also das ist kein schweres Sachbuch. Es gibt sehr viel Selbstbezug von der Autorin. Ich fand es teilweise, habe ich dann ein paar Passagen so ein bisschen überlesen, weil ich dachte, ja, okay, alles klar. Aber so die Endthesen fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man sich noch nicht so viel mit dem Phänomen befasst hat, dann könnte das ein richtig gutes Buch sein. Ich will euch nur einen Satz vorlesen, der hier so groß im letzten Kapitel steht, nämlich: Kein Job der Welt wird euch jemals lieben. Slay. Also wow, das war cool. Und das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen bzw. gehört habe, ist Night Bitch von Rachel Yoder. Das war wirklich wieder ein ziemlich cooles Buch, denn es geht um eine Künstlerin, die ihren 2 Jahre alten Sohn zu Hause betreut. Ihr Mann arbeitet die ganze Woche über in anderen Städten, ist die Woche über nicht zu Hause, sondern nur am Wochenende und sie ist eigentlich die meiste Zeit alleine und auch sehr einsam mit ihrem Sohn. Sie will aber auch nichts mit anderen Müttern zu tun haben. Dieses ganze Konzept von Mutter ist eigentlich was, was ihr selbst widerspricht, aber ein Zustand, in dem sie so gelandet ist, hat unglaublich gern als Künstlerin gearbeitet und betrauert das eigentlich fast, dass sie jetzt einfach nur noch Mutter ist. Irgendwann bemerkt sie dann, dass ihr eine Art Fell wächst und dass sie Fangzähne entwickelt und dass sie anfängt, sich in einen Hund zu verwandeln. Auf diese Hundeverwandlung muss man sich auf jeden Fall erstmal einlassen. Ich lese ja viele Bücher, die so ein bisschen magisch, realistisch, surreal, kafkaesk sind. Ich liebe das. Das muss natürlich alles metaphorisch gesehen werden, aber wenn man das dann so liest, dann finde ich es ziemlich gut als Metapher. Ein Zitat ist auch: Sie wünschte ihr Hundeschicksal keiner anderen Mutter. Sie ist aber davon überzeugt, dass sich auch andere Mütter in Hunde verwandeln. Das sind dann aber andere Hunderassen. Und sie fangen auch an, also sie und ihr Sohn, sich dann wie Hunde zu verhalten in Bezug auf andere Menschen. Die Mutter hat auch keinen Namen, sie bleibt anonym, genauso wie ihr Sohn. Sie gibt sich selbst aber den Namen Night Bitch, weil ihr Mann sie in einer Nacht, in der sie eben irgendwie gereizt auf eine Frage von ihm reagiert, weil sie halt gerade mitten in der Nacht ihren Sohn füttern muss und er irgendwas fragt und er sie dann Night Bitch nennt, dann claimt sie so diesen Begriff für sich. Und es wirkt so ein bisschen, als wäre Night Bitch dann so ihr alter Ego, was sich dann zum Ende hin auch so intensiviert und festigt. An einer Stelle heißt es auch, Night Bitch zu sein hieß, immer zu hinterfragen. Also Night Bitch ist so ein bisschen ihr Way to cope. Und irgendwann sucht sie dann auch Hilfe bei einer Philosophin, deren Buch sie liest. Und zwar heißt die Philosophin Wonder White und sie spricht so über die bestialischen Fähigkeiten oder Möglichkeiten von Frauen oder von Müttern. Und das spricht sie natürlich an und sie schreibt der dann extrem viele Briefe. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es ziemlich cool. Ich fand nur, es war ein bisschen zu lang. Also ich finde, das hätte man alles ein bisschen mehr kürzen können. Und das Ende war auch... Das war sehr theatralisch, also zum Ende hin wird es dann schon auf jeden Fall freaky, aber Es hat auf jeden Fall zum Buch gepasst, aber mir jetzt nicht unbedingt so gut gefallen. Und allgemein finde ich, hätte es ein bisschen kürzer sein können. Aber ich glaube, wenn ihr auf so Bücher wie My Year of Rest and Relaxation oder Bunny von Mona Awad standet, dann könnte Night Bitch auf jeden Fall was für euch sein. Und ich liebe diese Sparte von Büchern. Ich weiß nicht, wie man dieses Genre nennt, aber it's my Genre. Einfach Frauen, die durch das Patriarchat einen Knall entwickeln und dann einfach gegen alle schießen. Das liebe ich. Und das waren alle Bücher, die ich im Oktober gelesen habe. Ich glaube, vor allem Night Bitch und Tage im warmen Licht sind zwar zwei sehr verschiedene Bücher, aber könnten noch sowas für den November sein, für so einen Spätherbst. Also schaut euch die super gern mal an und lasst mich auch wie immer unbedingt wissen, was ihr aktuell lest. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss, ihr Lieben!